Und das eigentliche Highlight vom Rücklicht habe ich noch gar nicht erzählt. Der nicht verschlussfähig? Ach, nee. Nein, geht nicht, ne? Doch, geht schon. Aber ich finde den schöner. Ja, aber ich bohre doch kein Loch ins Schutzblech. Nee. Egal, ob du jetzt einen Charger 4, Charger 3, Nevo oder was auch immer von Riese und Müller hast. Ich denke jetzt gerade so ein bisschen darüber nach, dass wir ja noch warten müssen, bis es dunkel ist, also bis 10 Uhr heute Abend, damit wir noch mal gucken können mit der Bremslichtfunktion. Aber so würde es dann aussehen. Deutlich schöner. Ohne Abisolierzange ist absolut Quälerei. Und jetzt musste ich eigentlich nur hier drauf drücken. Wir haben ja letztes Mal dieses Charger 4 vorgestellt, was ja eigentlich ein Charger 3 ist. Und da wurde gesagt, so, oder was heißt vorgestellt, wir haben den Gepäckträger umgebaut. Hier ist ein Gepäckträger vom Charger 4 dran und der hat den Vorteil, der hat hier eine weitere Strebe, aber darum geht es gar nicht. Und da ging es um die Strebe und dann sagt irgendjemand, wieso ist an dem Rad noch keine Beischulz und noch kein P&P-Sattel? Ja, das konnte ich jetzt nicht auf mich sitzen lassen, habe ich direkt umgebaut, aber das kann ich auch schon sagen. Darum geht es in diesem Video gar nicht. Heute haben wir was Neues mitgebracht aus dem Hause Supernova. Und was? Das siehst du nach dem Intro. Jetzt bist du dran, Dieter. Ja, ich komme mal direkt rum, weil es ist ganz speziell jetzt hier. Also, das machen wir jetzt immer so. Dieses Video ist ganz speziell für den, oh Gott, Micha Kirili sowieso 9824, der geschrieben hat, dass er also ganz gerne mal möchte, dass wir das neue Supernova TL3 Max verbauen und zeigen, wie das geht. Ja, das machen wir jetzt einfach. So, aber bevor das losgeht jetzt, hier natürlich ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal. So. Und ich habe viele schöne Sachen mitgebracht. Aha, und das so kurz vor Weihnachten. Könnte man meinen. Das Teil hat die Hauptrolle heute. Aber ich habe auch was von Beischulz dabei. Vielleicht erzählen wir das, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wer unsere Videos wirklich immer komplett guckt, der weiß auch, dass wir zum Schluss immer mal eine Bonusminute dranhängen. Ja, darum starten wir jetzt. Wir wollen ja nicht jetzt schon verraten, was in der Bonusminute passiert. Der ein oder andere weiß das ja, damit man das so ein bisschen einordnen kann, weil ich habe das jetzt schon oft gehört. Also, ich habe ja eure Videos gesehen und ich habe so gedacht, der spricht aber schon sehr norddeutsch und der muss ja bei mir in der Nähe sein oder da fahre ich doch bestimmt mal im Urlaub hin oder so. Und darum sage ich das jetzt einfach an dieser Stelle. Ja, nur sehr norddeutsch. In Jadaberg am Esch 2. Haben wir ein Fahrradgeschäft und wenn du jetzt sagst, jo, ich brauche ein neues Rad, dann darfst du auch gerne zu uns kommen, aber dafür buchst du bitte einen Termin vorab. Warum du den Termin buchen sollst, das können wir auch noch mal im Laufe des Videos klären. Aber jetzt geht es ja erstmal ums Supernova TL3 Max. Ja, und wir hatten ja schon mal das TL3 Pro vorgestellt. Das ist ja so gesehen die kleinere Variante. Man könnte auch sagen, das TL3 Mini. Und das hier ist die Max-Variante, das sehen wir schon. Hier ist viel mehr im Karton ausgefüllt, also ist deutlich größer. Hier überlege ich gerade, hole ich mal ein kleines her. Das kleine? Aus dem Lager oder was? Ich hole das mal eben her. Ja, hol das mal her. Es gibt zwar schon ein Video auf diesem Kanal, aber das brauchst du eigentlich gar nicht gucken, wenn du jetzt dieses hier siehst, weil das hier ist noch cooler. Ja. Oh, kann ich erstmal wieder einen Kaffee trinken jetzt hier? Ach, da ist er schon wieder. Mann, so. Mann, Mann. Und wie sollte es anders sein? TL3 Pro, TL3 Max. Pro, Max. Klein, groß. Sieht man, ne? Also unschwer zu erkennen. Das ist die größere Variante. Und jetzt muss ich mir einmal kurz meine Notizen auf meinem Smartphone anschauen, weil das Video ist ja schon lange öffentlich und über ein Jahr schon online. Und auch dieses Rücklicht kannst du über den Webshop bei Zweirad-Hogendorn bestellen, also einfach unter shop.hogendorn.de. Dort findest du auch diese Supernova-Rücklicht und auch das passende Zubehör, was du dafür brauchst, damit du es montieren kannst. Ja, ich bin nicht so ganz happy damit, kann ich ja ganz ehrlich sagen. Man braucht, um es wirklich gut und einfach zu montieren, zu Hause, wenn man es selbst macht, wirklich so das ein oder andere Zubehörteil. Klären wir auch alles im Video, haben wir auch in dem ersten Video besprochen, aber nicht so detailliert. Und mir ist auch aufgefallen, es kamen unheimlich viele Fragen.
Also unter dem Video sind irgendwie 95 Kommentare. Ich freue mich über jeden einzelnen. Das ist so. Und ich habe ein paar davon, habe ich mir notiert. Ich muss mir die nur mal eben einmal anschauen. Und die meisten Fragen waren tatsächlich so, ja, Supernova Rücklicht, was ist denn jetzt mit dem Rückstrahler, also dem Reflektor? Und ja, der ist nach wie vor ist der Pflicht. Das ist so. Also so ein Rücklicht ohne Reflektor ersetzt auch keinen Reflektor. Muss man jetzt sagen, STVZO schreibt das vor. STVZO schreibt das vor, genau. Und auch da habe ich zwei Varianten, die können wir uns drüber streiten. Vielleicht hast du auch eine bessere Idee und sagst, gibt es auch in kleiner und auch in zugelassen. Ist dann auch in Ordnung. Aber wie soll es anders sein? Ich habe tatsächlich so, wie es sich gehört, für ein Supernova-Video, alles aus dem Hause Supernova. Hier einmal den Reflektor fürs Schutzblech. Und hier einmal den Reflektor für den Gepäckträger. Ich halte den da gleich mal dran. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn dran montiere. Das entscheide ich im Laufe des Videos. Aber wenn du es zu Hause machst, muss ich dich auf jeden Fall darauf hinweisen. Dieser Reflektor, einer von beiden, ist auf jeden Fall STVZO-Vorschrift. Ah ja, genau, Reflektor. Und dann kam auch immer die Frage so, was ist mit den Schraubenlöchern? Weil wir wissen das alle. Am Gepäckträger haben wir verschiedene Schraubenabstände für die verschiedenen Rücklichter. Und wenn wir dieses TL3 Pro montiert haben, dann waren diese Schrauben sichtbar. Und jeder, der irgendwas geschrieben hat, hat gesagt, das stört mich. Und irgendwann hat dann H&F Nikolai dieses TL3 Max gehabt. Aber im Handel war es noch nicht zu kaufen. Und jetzt ist es endlich soweit. Also gibt es auch schon ein paar Tage. Aber ich weiß nicht, wie bekannt das mittlerweile ist. Jetzt ist es endlich soweit, dass wir diese Variante auch hier haben. Und das eigentliche Highlight vom Rücklicht habe ich noch gar nicht erzählt. Hier ist ein Sensor drin und das ist mit Bremslicht ausgestattet. Also falls du jetzt das erste Mal dieses Video siehst und sagst, so, was ist das denn jetzt? Wieso halten die so dieses Rücklicht? Ja, die Besonderheit ist wirklich, es ist ein Bremslicht drin und du brauchst dafür keinen anderen Bremshebel oder ein Nabendynamo oder was auch immer, wo dieses Rücklicht den Impuls zum Bremsen wegnimmt, weil hier ist ein Beschleunigungssensor drin und sobald du die Geschwindigkeit verringerst, geht das Bremslicht an und wenn du eine Vollbremsung machst, dann hast du sogar so ein pulsierendes Rücklicht. Ganz wichtig, pulsierend, blinkend, es ist nicht zugelassen am Fahrrad, ist genau richtig, weil das haben auch viele geschrieben, ein blinkendes Rücklicht ist auch gar nicht zugelassen, das stimmt, dieses hier pulsiert und darum ist es alles zugelassen. Natürlich nur in Kombination mit Reflektor. Das war Schraubenabdeckung, Bremslicht und wer weiß was. Einer hat dann auch geschrieben, braucht man nicht, wenn man Bremslicht haben will, einen Bremshebel mit Schalter. Und rein theoretisch würde ich sagen, ja, braucht man. Aber wie gesagt, hier ist ein Beschleunigungssensor drin. Und der misst das und erkennt das, wenn du dich mit deinem Fahrrad extrem verlangsamst oder bremst. Das ist eine Variante von Bremslicht. Es gibt natürlich auch es gibt sämtliche Varianten, wie gesagt, den mit dem Schalter und halt auch damals, als Fahrräder noch Nabendynamos hatten, worüber die Beleuchtungsanlage betrieben wurde, gibt es auch eine Variante und da ist es tatsächlich so, da wird die Frequenz vom Nabendynamo gemessen und wenn die sich stark verzögert, dann geht auch nochmal das Bremslicht an. Also es gab schon sämtliche Innovationen und das hier ist jetzt ja, der neueste Stand, würde ich sagen. Aber wir wollen ja auch nicht nur das Rücklicht hypen, wir wollen sie auch dran bauen und so, dass du es zu Hause nachmachen kannst. Letztes Mal habe ich mit Kabelschuhen gearbeitet, diesmal arbeite ich mit dem, was im Lieferumfang ist. Das will ich selbst mal ausprobieren, weil es ist eigentlich, vorsichtig gesagt, alles dabei, um das Rücklicht zu montieren, aber irgendwie auch doch nicht. Also kann man sich so ein bisschen drüber streiten, aber ich probiere das alles aus, ob das geht, ob das funktioniert, ob das praxiskonform ist, wie gesagt, so dass du es zu Hause nachmachen kannst. Weil hier sind so Scotchlock M3 ja, Quetschverbinder dabei. Ich habe mich letztes Mal dagegen entschieden, habe Kabelschuhe genommen. Da wurde auch die Stelle so ein bisschen kritisiert. Wo hat er die überhaupt verbaut? Total blöde Stelle und so weiter. Ja, kann man sich drüber streiten, kann man drüber nachdenken. Ich mache es diesmal anders. Mal gucken, was ihr dann sagt. Darf ich dir mal kurz das Handtuch dahin legen? Und dann? Knallst immer so auf den Tisch. Ah! Das wird ja nicht besser. Mann! Nee, jetzt habe ich ein bisschen was
dazu erzählt, was ich so gehört habe, was ich mir so notiert habe. Ich glaube, das war auch schon fast alles, alles an Notizen. Und jetzt können wir eigentlich direkt starten mit dem Umbau. Damit Dieter auch weiß beim Videoschnitt, was Scotchlock-Verbinder sind. Ja. Zeige ich die mal kurz. Doch, die habe ich auch beim letzten Mal hatten wir die doch auch gehabt. Da hast du doch gesagt, du nimmst sie nicht. Nö. Da hast du doch die Cam genommen, ne? Genau. Alles klar. Haben die diese Unterlegscheiben eigentlich mit diesem Geriffelten? Ich weiß, dass sie sich ja mit festziehen. Haben die eigentlich einen bestimmten Namen? Zahnscheiben. So, das ist schon mal das Erste. Ja, das kannst du den damit zupacken. Den brauchen wir ja auch. Weißt du, welchen du nimmst oder willst du beide auspacken? Ja, ich nehme den hier. Der nicht verschlussfähig? Ach nee. Nein, geht nicht, ne? Doch, geht schon. Aber ich finde den schöner. Ja, aber ich bohre doch kein Loch ins Schutzblech. Nee, stimmt. Das ein oder andere Teil halte ich jetzt hier schon mal in der Hand, ohne Verpackung. Und das hier ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist unverzichtbar. Das ist der Multi-Rack-Adapter M99 Tail Light 2. Der geht auch bei dem, Tail Light 3 Max. Also das Rücklicht hat die gleiche Form, es hat nur eine andere Funktion. Das muss man dazu sagen. Und dieser Multi-Rack-Adapter, der dient einfach dazu, dass die Kabelverlegung fürs Rücklicht einfach komfortabel funktioniert. Das ist die Idee dabei. Darum brauchen wir den. Und den musst du natürlich extra mitbestellen. Oder du bohrst ein Loch im Gepäckträger, wobei da wird sich auch drüber gestritten. Kannst auch eine Unterlegscheibe dazwischen legen. Habe ich auch gelesen. Kann man alles machen. Das hier ist fürs Rücklicht vorgesehen. Das wäre der professionellste Weg vom Ganzen. Das ist auch einfach zu demontieren. Zwei Schrauben, ein Stecker, wo zwei Kabel reingehen, Plus und Minus, fertig. Ja, gleich knipse ich hier noch einen Kabelbinder ab. Hier ist das Rücklichtkabel am Charger 4 Gepäckträger. Also egal, ob du jetzt einen Charger 4, Charger 3, Nevo oder was auch immer von Riese und Müller hast, oder auch ein anderes E-Bike, dieser Umbau ist eigentlich immer das gleiche. Rücklicht abschrauben, Rücklicht anschrauben, Kabel verlegen. Hier haben wir jetzt den Gepäckträger vom Charger 4 am Charger 3, weil wir diese praktische Strebe hier wirklich praktisch finden. Und wenn du jetzt sagst, ich brauche das Rücklicht, ich brauche den Gepäckträger und so weiter, dann guckst du einfach mal unter shop.hogendorn.de. Da kannst du das nämlich alles zusammen bestellen. Und wenn du Fragen hast, es ist ja ein Fahrradgeschäft, also wir sind ein ganz normales Fahrradgeschäft, was ein Webshop anbietet, was heißt ganz normal. Ganz normal vielleicht auch nicht, aber klassisch würde ich sagen. Wenn du eine Frage hast, dann kannst du uns auch auf den altbekannten Wegen kontaktieren. Am schönsten ist immer eine E-Mail. Und wenn du sagst, so, ich habe eine Frage oder wenn, also gib uns einfach deine Kontaktdaten, sodass wir das dann alles gemeinsam besprechen oder beschreiben können, wie es dann am besten gerade passt und am besten funktioniert. Aber ich will nicht lange quatschen, ich will weitermachen. Zieh jetzt einfach das Rücklichtkabel hier aus dem Kabelkanal. Das lasse ich hier unten hängen und schraube jetzt als allererstes mal das neue an. Ja, das ist nicht ultra spannend, aber einfach auch immer wieder wichtig auch mal zu zeigen. So, wenn du jetzt wirklich überlegst, du baust das zu Hause selbst dran und du willst auch den Reflektor montieren oder wie auch immer. Was ich auf jeden Fall jetzt auch bei diesem Video feststelle, es sind Schrauben dabei. Aber die sind deutlich zu kurz. Ich weiß nicht, was Supernova sich dabei denkt, ob die die Schrauben dabei legen, um das Rücklicht in der Verpackung festzuschrauben. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind sie zu kurz. Klar, es ist auch von Rad zu Rad unterschiedlich, aber du solltest ein kleines Schraubensortiment zu Hause haben und auch ein paar Unterlegscheiben oder, weil alles ist dann doch nicht im Lieferumfang. Und falls du dich jetzt fragst, so, welche Schraubenlänge verbaue ich denn hier? Ich messe das einmal nach und das ist jetzt wirklich Standard. Das sind so gesehen Zylinderkopfschrauben und das Gewinde hat eine Länge von 20 mm. Diesen Multi-Rack-Adapter, also wenn wirklich ein Charger 4 oder Charger, also beim Charger 4 Gepäckträger passt es auf alle Fälle, würde auch am Charger 3 Gepäckträger passen. Wichtig ist, dass du hier 4 Schraubenlöcher hast und es gibt ja zwei verschiedene
Schraubenabstände, das ist ja zum Glück beim Fahrrad genormt. Der kleine Schraubenabstand, der ist ja hier, das sind ja 50 mm und der große, das sind 80. Das Geniale bei dem Supernova-Rücklicht ist, dass das Kabel vom Rücklicht durch den 80 mm Schraubenabstand passt. Ich zeige das gleich auch mal. Und das heißt, dass dieser Multi-Rack-Adapter, der entfällt jetzt gerade. Ansonsten ist er einfach dafür da, um das Kabel, also falls du jetzt keine vier Löcher hinten im Gepäckträger hast und sagst, will ich nicht bohren, dann kannst du diesen Multi-Rack-Adapter nehmen und da kannst du das Kabel durchlegen durch diese Führung hier. Ich hoffe, man sieht es, ist alles schwarz. Aber da würde dann das Kabel durchlaufen. Ich klemme das da jetzt noch einmal rein. So, und dann siehst du, dass das Kabel hier nicht mehr an der Seite rauskommt, sondern mittig unterm Rücklicht. Ist eine Variante, kann man so machen. Aber wenn ich das fehlen lassen kann, dann lasse ich das jetzt hier fehlen. Ich hoffe, das ist gut rübergekommen, sodass du das zu Hause dann auch so nachmachen kannst und dir gegebenenfalls das Geld für diesen Multi-Rack-Adapter sparen kannst. So. Und daran siehst du auch diese Videos, die sind immer echt. Und du hast ja auch gesehen, ganz zu Anfang habe ich gedacht, so, ja, ich muss den Adapter anbauen. Jetzt stelle ich fest, geil, brauche ich nicht. Also siehst du, ich habe es vorher nicht ausprobiert, ich habe mich nicht vorbereitet, gar nichts gemacht. Aber er ist manchmal auch gut. Es hat auch seine Vorteile. Da bin ich auch mal überrascht. So, jetzt brauche ich schon wieder andere Schrauben. Ich will ja wirklich ganz vorschriftsmäßig auch diesen Rückstrahler dran montieren. Und dann nehme ich doch diese anderen Schrauben. Mit Rückstrahler sind die 5x12. Das sollte reichen. Damit montiere ich jetzt das Rücklicht. Und dann sieht das auch gut aus. Also M5x12 ist zu lang. Ich kriege dabei immer die Krise. Ich will das ja immer fest haben. Und das heißt, du musst neue Schrauben holen? Nee. Ja, in dem Fall Pluspunkt für Supernova. Die mitgelieferte Schraube oder Schraubenlänge, die passt doch. Also sind M5x8, ist mir in Wirklichkeit aber zu kurz. Ich hätte so, hätte ich sie jetzt hier gehabt, M5x10 müsste eigentlich auch gehen. Gegebenenfalls eine Unterlegscheibe dazwischen, das wäre so das Optimale. Aber vielleicht sagst du ja auch, ich verbaue das Ding eh ohne Reflektor oder mit Reflektor auf dem Schutzblech. Dann kannst du natürlich auch diese mitgelieferte M5x8 Schraube nehmen. Das geht dann auch. Da schreibt bestimmt wieder einer, wie kann man sich so quälen, so eine Rücklichtschraube zu montieren. Ja, aber manchmal ist das halt so, dass es nicht so einfach ist. Dieter, warum sagst du nichts? Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Wieso? Mir fällt nichts ein. Also, wie du schon gesagt hast, das ist ja praktisch der Einbau, den wir schon in dem alten TL3-Video gemacht haben, ist ja eigentlich das Gleiche, was hier gerade passiert. Vom Grundsatz ja, eine kleine Veränderung kommt aber gleich noch. Und ich denke jetzt gerade so ein bisschen darüber nach, dass wir ja noch warten müssen, bis es dunkel ist, also bis 10 Uhr heute Abend, damit wir noch mal gucken können mit der Bremslichtfunktion. Ja, es wird schon wieder eher dunkel. Wird schon eher dunkel, ne? Also gestern war es um 10 Uhr zwar noch nicht ganz dunkel, aber halb dunkel. Ja, Winter is coming, ne? Ja, ach wir du, wir haben just September. Ja, überleg mal. 3,5 Monate, Heiligabend. Ja. Das geht schnell. Also, wer Geschenke kaufen will, shop.hogenlund.de. Genau. Oder hast du schon Weihnachtsgeschenke? Ja, das ist schon. Früher war ich ja auch so auf dem letzten Drücker einkaufen. Und die habe ich jetzt abgelegt und geändert. Kaufst gar nichts mehr. Ich kauf gar nichts mehr, genau. Wieso? Das bringt alles der Weihnachtsmann. Beschenken lassen ist größer als schenken. Fertig? Ja, Rücklicht ist dran. Nee, also. Ganz ehrlich, an meinem Rad würde es so nicht montiert werden. Aber wie gesagt, ich muss es ja zeigen, weil so, nur so ist es STVZO-konform. Es gibt alternativ ja auch noch den
den Reflektor fürs Rücklicht. Ich zeige den auch einmal. Das macht ja auch das ganze Design kaputt, finde ich. Ja, Sicherheit geht vor Design. Ja, das kann sein, aber wenn man die Möglichkeit hat, das noch am Schutzblech festzumachen, würde ich die doch wahrscheinlich am Schutzblech festmachen. Ja, kann man natürlich auch machen. Also das hier ist die deutlich elegantere Variante. Ja. Aber ich will jetzt auch nicht einfach so hier ein Loch ins Schutzblech bohren, weil dieses Rad ist noch zu haben. Also mit den ganzen Umbauten steht das im Laden. Und wenn du sagst, so Charger 3, jo, finde ich super, mit Gepäckträger und den ganzen Umbauten, Beischulz, anderer Sattel und so weiter. Und Enviolo Vario. Enviolo Vario, alles, alles vom Feinsten. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, wenn du sagst, hier baut mir den Reflektor hier dran und Schmutzfänger. Dann machen wir das natürlich auch, aber ich wollte das jetzt hier im Video nicht machen. Aber so würde es dann aussehen. Deutlich schöner. So, gleich kann das auch schon fast wieder weitergehen. Ich mache das jetzt wirklich so auf ganz klassischer Art und Weise. Ich habe zwar so ein Werkzeug mit Magnet, sodass ich das hier so durch den Rahmen ziehen kann, das Kabel. Aber das hat ja nicht jeder zu Hause. Und darum mache ich das wirklich ganz einfach. Ich wickel hier die Kabel zusammen, zack, zack, zack. Ich suche mir gleich das Rücklichtkabel im Kabelbaum, also ich schraube noch die Motorverkleidung ab. Und dann ziehen wir das Kabel hier bis zum Motor. Da verbinden wir das mit den Scotch-Lock-Verbindern und alles ist super. So. So, also ich habe jetzt erstmal geguckt, so was ist überhaupt das Rücklichtkabel, weil ich will ja das neue Kabel vom Supernova, das will ich ja bis hier vorne verlegen. Hier mache ich das dann mit diesen Scotch-Lock-Verbindern, verbinde ich das, den Stecker mit dem Kabel, also so, dass du es wirklich zu Hause nachmachen kannst. Musste nur eben einmal herausfinden, was ist das Rücklichtkabel, das habe ich hier jetzt. Das ist hier auch schön im Kabelbaum integriert, also hier ist auch noch ein Kabelbinder. Oder mit einem Kabelbinder gesichert. Je nachdem, also man könnte den neu setzen. Also Kabelbinder solltest du dann auch zu Hause haben. Ich gucke mal, ob ich das ohne hinkriege. Ich probiere das einfach mal aus. Zur Sicherheit habe ich nochmal eine weitere Verkleidung demontiert, um wirklich sicher zu gehen, dass ich das Kabel da auch wirklich gut durchbekomme. Weil nicht, dass hier noch irgendwo ein Kabelbinder versteckt sitzt. Fühlt dann nämlich schon ein. Und sich das Kabel dann da verliert. Das wäre dann sehr ärgerlich. Aber da musst du halt darauf achten, dass das dann gegeben ist. Oder du setzt halt die Kabelverbindung nach außen. Ich wollte es jetzt aber hier hinter die Verkleidung bekommen. Und ich bin auch auf einem guten Weg. So. Also meine größte Sorge ist, dass sich das Kabel hier verliert. So, also das ist dann das, was dir wahrscheinlich auch passiert, weil ganz fies, hier ist noch ein Kabelbinder nochmal zusätzlich, ja, wo der ganze Kabelbaum gebündelt wird über dem Motor. Das machen wir wahrscheinlich einfach bei Riese & Müller, auch damit es weiterhin montagefreundlich bleibt oder ist. Aber ich sehe mein Kabel, von daher ist das alles gar nicht schlimm. Das ist das Kabel fürs Rücklicht. Und ich will diesen Stecker hier wieder verwenden und den mache ich nachher an das Kabel vom Riese & Müller mit diesen Scotch-Lock-Verbindern. So, aber erstmal will ich das Kabel jetzt richtig verlegen und dazu drehe ich mir das Rad noch ein bisschen mehr her. Ja, manchmal läuft das dann nicht so, wie man sich das wünscht. Gerade so abisolieren ohne Abisolierzange. Ich weiß gar nicht, ob ich eine hier habe, wahrscheinlich nicht. Also dieses Kabel von Bosch ist wirklich gut. Das ist ultra stabil. Und wenn man das so einfach abisolieren will mit so einer einfachen Methode hier, dann ist das echt fummelig. So, und ich habe jetzt endlich diese absolut widerstandsfähigen Kabel aus dem Hause Bosch oder Supernova, was auch immer, sind wirklich, das sind fiese Kabel, gute, hochwertige Kabel, abisoliert, ohne Abisolierzange. Das ist absolut Quälerei. Allein das wäre schon ein Grund, warum ich sagen würde, zu Hause fast unmöglich, das nachzumachen. Aber wenn du trotzdem immer noch sagst, ach, ist doch kein Thema, ich kenne mich mit Kabeln aus, besser als der Hogendorn, darfst du es gerne machen. Ich halte dich davon nicht ab. Jetzt kommt der große Moment. Ich habe auch schon ausprobiert einmal, ob es überhaupt funktioniert, das Licht. Das geht. Schwarz und schwarz verbinden wir. So, also ich stecke beide Kabel hier in den sogenannten Scotch-Lock-Verbinder. Bis Anschlag, so weit wie es geht. Das Coole ist, du kannst hier hinten durchgucken.
Und jetzt nehme ich meine riesen Wasserpumpenzange. Und jetzt musste ich eigentlich nur hier drauf drücken. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und dann sieht man so richtig, wie da so eine Flüssigkeit, also ich vermute sowas wie Silikon, freigesetzt wird. Das verquirlt hier ganz gut, sodass es nachher auch wasserdicht ist. Was ja auch bei den Steckern, bei den Flachsteckern, die ich verwendet habe, bemängelt wurde. Und ja, so ist das schon mal sauber verbunden. Das Gleiche, falls man jetzt gerade eben zu wenig gesehen hat oder falls du nicht genug gesehen hast und sagst, oh, schade, hat man nicht gesehen. Ich zeige das hier nochmal mit dem roten Kabel. Zwei abisolierte Enden, beide bis Anschlag in diesen Stecker. Presst das zusammen und alles ist gut. So, und durch die Schnackerei, die wir hier immer haben, passieren natürlich auch Fehler. Ich habe ja gesagt, ich wollte es eigentlich diesen Stecker hier so verlegen, dass der schön hier wieder durch den Kabelbinder ist, ohne den Kabelbinder zu öffnen, weil am besten kann man so einen Kabelbinder immer verlegen im Ruhemodus, sage ich mal so, also im ausgebauten Zustand. Jetzt habe ich es aber schon wieder da durchgefummelt, also von daher alles gut. Alles nochmal gut gegangen, trotz Schnackerei. So, das haben wir schon mal. Also den ganzen Kabelstrang verbinde ich hier auch nochmal zusätzlich mit dem Kabelbinder, den ich jetzt hier in unserem Wartungsschacht verschwinden lasse, damit das quasi so montiert ist wie am ersten Tag. Überstehendes Ende abkneifen und hier hochschieben. Das ist ja das Gemeine an diesen schönen Fahrrädern. Das sieht alles gut aus, wenn es hinter der Verkleidung. Wir wollen ja den Originalzustand behalten, den Auslieferungszustand behalten und darum mache ich das exakt so. Die Scotchlock-Verbinder hier kann ich jetzt auch einfach in diesen Wartungsschacht verschwinden lassen, genauso wie das überstehende Kabel. Das geht hier wirklich gut. Das war serienmäßig genauso. Zack. Und jetzt mache ich einmal Lichttest für mich. Es leuchtet. Das ist schon mal die Hauptsache. Ich montiere jetzt wieder diesen Wartungsschacht oder den Deckel vom Wartungsschacht. Aber wenn du mich fragen würdest, würdest du das so nochmal machen, wie, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe? Da bin ich ganz ehrlich, das hätte ich so nicht gemacht. Da habe ich mich von unseren Zuschauern, würde ich behaupten, fast beirren lassen. Das war nach meiner Meinung jetzt nicht ideal. Und ich erzähle dir kurz die Gründe dafür. Weil ich habe jetzt ja das Rücklichtkabel von hier oben vom Rücklicht hier über die Schnittstelle, also wo Gepäckträger und Rahmen miteinander verbunden wird, durchgezogen durch den Rahmen bis zum Motor. Das habe ich gemacht. Wenn wir jetzt aber sagen, oh, ich will den Gepäckträger tauschen, falls du jetzt einen Charger 3 hast und du sagst, ah, erstmal das Rücklicht und irgendwann mache ich nochmal den Gepäckträger, dann müsstest du in dem Fall, wenn du es genauso gemacht hast, wie ich es gemacht habe, hier das Rücklichtkabel trennen oder halt alles hier nochmal zurückziehen und dann wieder herziehen. Ich finde das nicht ideal, bin ich ganz ehrlich. Darum hätte ich, wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, ich würde hier wieder mit Kabelschuhen arbeiten, vernünftig isolieren und alles ist gut. Man kann es natürlich auch zusammenlöten, aber ich halte jetzt ja auch die Version machen, die du zu Hause gegebenenfalls nachmachen kannst, wobei ich echt sage, das war relativ aufwendig. Oder du sagst halt, baut mir das serienmäßig an, ich komme zu Hogendorn, ich kaufe mir dann einen Charger 4 oder Charger 3. Oder sogar dieses Rad aus dem Video und dann sagst du so, jo, alles ist dran, so wie ich es mir vorgestellt habe, setz mir noch den Reflektor aufs Schutzblech, baut mir noch Schmutzfänger dran und die Welt ist in Ordnung. Ne? Das wäre so die Möglichkeit, die da ist. Und wenn du sagst, ich schraube eh selbst, ich kann das noch viel besser als Hogendorn, gerade mit Kabel, Elektrik und so weiter, da bin ich absolut zu Hause, dann bin ich da auch bei dir und sag, mach das selbst, mach das zu Hause, ganz in Ruhe, wunderbar. Also hast du es mal gesehen, was da auch dahinter steckt, so ein bisschen. Und funktioniert das Bremslicht, Dieter? Ja, hat funktioniert. Funktioniert. Ne? Also so einfach ist das in Wirklichkeit. Wir haben ein bisschen rumgefummelt dabei, aber ja, so kannst du zu Hause nachmachen und ja, lass einen Daumen hoch da für das Video, abonniere den Kanal, damit du kein weiteres Video mehr verpasst, weil es gibt immer wieder Radvorstellungen und so weiter und so fort.
Gerne darfst du das Video auch teilen, damit jeder andere sieht, so endlich gibt es das Supernova TL3 Max, so heißt es. Und ich habe ja gesagt, wir klären noch, warum muss ich denn einen Termin zur Fahrradberatung bei Zweirad Hogendorn buchen? Und das liegt ganz einfach daran, wir nehmen uns Zeit für dich und deine Wünsche. Und eine Fahrradberatung startet auch immer mit einem 3D 360 Grad Bodyscan. Das heißt, wir messen dich einmal aus, danach gehen wir sämtliche Fragen durch oder ein paar. Der eine sagt, das sind viele, eigentlich ist es auch mal so ein bisschen oder ein paar. Ja, und hinterher können wir dir dann das Fahrrad zeigen, das wirklich perfekt zu deinen Körpermaßen und zu deinem Einsatzzweck passt, weil darum geht's, weil nur so kannst du maximalen Fahrspaß genießen und darum gehen wir diesen Weg. Ja, und jetzt kommen wir zur Bonusminute. Also, sonst denkt ihr ja, das hat was du da machst, mit dem Rücklicht zu tun. Ich weiß nicht, wer die Pedalen hier reingeschraubt hat. Ich glaube sogar ich selbst. Oh. Die sind zum Bombenfest. Ja, dann kann es nur das gewesen sein. Oh. Soll ich das Rad festhalten? Oh. Bonusminute. Und bei Schulz im Hause gut bekannt. Und es gibt ein neues Produkt, was mir auch sehr gut gefällt, muss ich sagen. Zumindest optisch. Erstmal wirklich absolut hochwertig, so wie wir es kennen. Und das ist diese Pedale. Pedale hat garantiert auch eine Modellbezeichnung. Das ist die M1-Pedale. Wir haben ja schon mal dieses Faltpedal in irgendeinem Video gezeigt. Gibt es kein extra Video dafür. Aber mittlerweile könnte man sogar schon sagen, ach, wir können auch ein Video drehen über die Beischulz-Pedale. Ist garantiert spannend für den einen oder anderen. Aber einmal zu den harten Fakten von dieser Pedale. Was man sagen kann, relativ massiv auf jeden Fall, aber auch wirklich schön gemacht, weil wir haben hier einen Aluminiumkörper, der ist auch hohl gefräst oder wie auch immer. Dann haben wir hier einen sauber integrierten Rückstrahler, vorne wie hinten. Und dann haben wir hier eine richtig schöne flache Oberfläche, gerade wenn man jetzt mit einem einfachen Sneaker unterwegs ist, mit dem Fahrrad im Sommer oder mit Flipflops, wie auch immer. Fühlt sich so eine Pedale erfahrungsgemäß immer sehr gut an. Und ja, ich baue die jetzt noch einmal dran, damit wir uns nochmal von der Optik überzeugen können. Und ich will die auch einmal auf die Waage legen. Gramm zu, jetzt bin ich gespannt, 204 Gramm. Sind ungefähr 120 Gramm mehr am Fahrrad. Kann man sich überlegen. Ich finde es jetzt nicht besonders viel. Und wenn wir sehen, wir haben eine etwas breitere Auflagefläche. Ansonsten ist es nahezu identisch. Also ich finde auch diese Riso-Müller-Pedale echt gut. Ich finde nur optisch, finde ich diese schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich montiere die jetzt. Pedale werden immer mit Fett eingesetzt. Oh, optisch am Rad sehr hochwertige Optik, das kann man schon sagen. Guck dir das an, also wirklich sehr hochwertige Optik, das kann man schon sagen, aber auch die Pedale, ich meine, du kannst sie jetzt ja nicht anfassen im Video, also sie fühlt sich echt gut an und auch das Kugellager, wie wir es von Beischulz gewohnt sind, fühlt sich gut an, dreht sich leicht und wird auch dementsprechend hochwertig sein. Das merkst du schon so beim Auspacken, aus der Verpackung nehmen, wenn man dann mal so im Ruhemodus dran dreht. Das ist wirklich schön. So stellt man sich das vor und ich finde ja auch wirklich Pedale, gerade so Standardpedale, keine MTB-Pedale, da gibt es schöne, da bin ich dabei. Aber so Standard-Pedale für ein Tourentrekkingrad, momentan bin ich fest davon überzeugt, dass diese Pedale mit die schönste und hochwertigste City-Trekking-Pedale ist oder Touren-City-Pedale ist, die wir am ganzen Fahrradmarkt finden. Das hier ist guter Standard, also nicht falsch verstehen, die ist wirklich gut.
Das ist Serie, aber das hier ist wirklich Premium. Das ist wirklich hochwertig, macht einen super Eindruck, fühlt sich wirklich gut an. Und ich glaube auch und bin davon fest überzeugt, dass da, ja, wie soll ich sagen, der ein oder andere schon auch seinen Einsatzbereich sieht.